Also schon wieder ein Albtraum. Leidet der Mann etwa unter Albträumen? Kann das sein? Ah, noch was. Ah, geht hier noch irgendwas auf? Nein, aber da ist noch ein Zettel. Der dritten Nacht wurde es wirklich kalt. Ich ging... Was? Okay. Ich ging in die Küche, um das Heizmaterial zu holen und ein schwaches Feuer in den Kamin oben zu machen. Ganz betäubt von dem guten Gras schritt ich wie auf Wolken. Okay, also LSD und Gras und Pillendosen und leere Weinflaschen haben wir schon gefunden. Okay, der Typ scheint sich hier gemütlich gemacht zu haben. Ich sah einen leeren Kübel zum Holz sammeln. Verdammt, dass ich das vergessen konnte. Das Heizmaterial wurde gestern alle. Von alleine spaltet sich das Holz nun mal nicht. Also, ich entschied mich, das philosophische Gestammel gegen die Schwarzen zu verbrennen. Achso, diese Sklavenbücher. Schon als ich das erste Buch herausgezogen hatte, wurde ich von dem eiskalten Windhauch getroffen. Ich leuchtete die Stelle mit der Lampe. Ich beleuchtete diese Stelle mit der Lampe und ich sag dir, Stan, wirst es mir nicht glauben, wenn du es nüchtern liest. Okay. Ja, wie gesagt, er hat wohl nichts mehr zum Verfeuern und verfeuert dann die Sklavenbücher. Moment, einen Schluck trinken. So, dann gehen wir hier mal wieder raus. Okay, hier regnet es anscheinend rein. Aber irgendwie... Ach, hier aus dem kaputten Rohr. Kann ich das irgendwie zusammenflicken? Nein. Okay, boah, die Lampe, die ist aber auch hier. Ist ja nervig. War Zigaretten, hier noch mehr leere Pullen. Okay, hier waren wir drin. Oh, was für ein Dampf hier, ey. Bitte, was war das? Boah, Gänsehaut, was hat sich denn jetzt hier geschlossen? Okay, jetzt sind wir hier oben. Nächste Etage. Hier geht's auch nochmal hoch. Gucken wir uns mal hier um. Ui, Spritzen. Nett. Klavier. Oh, noch ein Zettel. Okay. Das Essen ist schon fast alle. Ich muss in die Stadt. Vielleicht morgen, wenn der Schnee geschmolzen ist. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Weil ich bezweifle, dass mein Zug, meine Knutschkugel, es schaffen würde. Zumindest habe ich Wein im alten Keller beim Wäldchen gefunden. Ziemlich gut, muss ich bestätigen, und fast in Großhandelsmenge. Ich habe Wein in dem alten Keller beim Wäldchen gefunden. Das sagt mir jetzt nichts. Aber wer braucht schon Essen, wenn er genug zu saufen hat, ne? Alter Schwede. So, hier ist noch ein Zettel bei den guten Spritzen. So, schon 2 Tage bin ich sauber, abgesehen vom Opium meiner persischen Freundin. Ich bin schon 2 Tage clean. Ich habe nur Opium genommen. Alter, was ist das für eine Aussage, ey? Ich fühle mich zwar wie ein psychisch Aussätziger, wie ein stinkender Scheißdreck, aber wenigstens kann ich meinen Entzug objektiv betrachten. Das ist aber erst ein bekiffter Haufen dampfender Exkremente. Was, Alter? Ja, wenn er so schreibt, wenn er clean ist, soll er lieber das Zeug nehmen, ey. Okay. Also ich nehme keine Drogen, nur Opium. Klappe zu. So, was haben wir hier? Oh, das sieht aber gemütlich aus. Alter, was ist das denn? Ey, ganz im Ernst, ich bin nur gerade die Treppe hochgegangen, hab mich hier hingestellt und hab geguckt. Oh, da kann man noch hochgehen, habe ich gesagt. Ich erinnere mich, das war vor 2 Minuten. Und es wäre mir aufgefallen, wenn hier so eine Blutlache gewesen wäre. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ich guck mich aber erst hier unten. Noch mehr Spritzen, leere Pullen. Und nur ein Zettel. Gestern wollte ich ein nächstes Sixpack Wein holen. Sixpack Wein, Alter.
Wahrscheinlich wurde der Wein noch von Billys Vater hergestellt. Dämmerung war schon längst vorbei, als ich mich ein bisschen mit Schnee berieselt auf den Weg zum Weinkeller machte. Drinnen, hinter den in Reihen aufgestellten Flaschen, hörte ich ein leises Zwitschern. Ich bin schier aus der Haut gefahren. Ich habe schnell meinen Rucksack eingepackt und bin mit entschlossenen Schritten wieder gegangen. Ich bin schnell mit der Lampe vor mir herleuchtend gegangen, gelangte ich schnell wieder zum Haus. Als ich den Trunk entkorkte, stellte ich fest, dass es mein Heroin sein muss. Es gibt mir Zeichen, dass es mich vermisst und flüstert mir Töne ins Ohr, die es gar nicht gibt. Na schön, vielleicht beschreibe ich es in Ewig auf dem Weg. Okay, also er hat schon anscheinend Entzugserscheinung von seinem Heroin. Was auch die ganzen Spritzen da erklärt, die da rumliegen. Boah, ey, wie kann man sich denn Sixpack... Alter, 6 Flaschen Wein, ey. Und wenn ich mal einen Abend Wein trinke, und ich rede jetzt nicht von einer ganzen Flasche, sondern nur so 2-3 Gläser, habe ich am Tag danach dermaßen eine Kopfschmerz, nach wenn mir liegt. Aber ist halt auch alles eine Übungssache, wenn man sich hier Sixpack Wein reinzieht, alter Schwede. Ich gehe da jetzt noch nicht hoch. Was haben wir hier? Hui, geil. Hier ist der Waschraum. Und da lag noch ein Zettel. Heute Morgen habe ich mir den Keller näher betrachtet. Ich könnte schwören, dass ich rund um die einsame Buche, die sich zwischen den Schuppen und dem Keller befindet, Spuren von Pferdehufen und vielen gestiefelten Füßen gesehen habe. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es der Mangel an Stoff. Der Keller ist auf jeden Fall ein Relikt von irgendwelchen älteren Trapperschuppen. Er ist größer, als ich dachte. Ich hoffe, dass er voll Wein ist. Wein. Das könnten auch Halluzinationen sein. Pferdehufe und gestiefelte Füße. Ja, das Zeug, da könnte man bestimmt echt mit ein bisschen Talent einen guten Roman draus machen aus dem Zeug, was er sich hier einbildet. Auch bin ich froh, dass wir so eine Lampe hier haben. Ah, guck mal. Ja. Diese Lampe gibt Dunkelheit anstatt Licht. Boah, ich wollte aber auch nicht alleine hier... Jetzt stellen wir sich erstmal vor, man ist ganz alleine am Arsch der Welt, irgendwo im Wald, in dieser Hütte hier. Wie laut das hier ist, wenn es regnet. Was für komische Flecken. Wie laut das hier ist, wenn es regnet, muss man sich mal reintun. Dann ist man hier ganz alleine. Und dann ist es auch noch überall so dunkel. Man hat nur diesen Generator draußen, der Strom erzeugt. Wenn der da noch ausfällt, man sitzt hier mit dieser Funzel. Boah, da ist... Da kriegt man auch als erwachsener Mann, kriegt man da, glaube ich, unwohles Gefühl. Ich wollte hier nicht bleiben. Every night I unconsciously come down from the attic. Jede Nacht komme ich unbewusst vom Dachboden und setze mich an die Schreibmaschine. Ich habe Angst, dass die Tusche leer wird. Die Geschichte von Jack Jackson und Joaquin Garcia kommt zu ihrem Höhepunkt. Aber die Grausamkeit, die aus mir sprudelt, ich kenne meinen Stil nicht. Im Ernst, Jack J. Jackson. Kann man sich in so einen Namen ausdenken. Okay, viel über sein Buch erfahren wir jetzt nicht, außer halt, dass es Ewig auf den Weg heißt. Und dass Jack, Joe, Justin Jackson und Joaquin Garcia die Hauptrollen spielen. So, hier haben wir noch 2 Türen und dann geht's nach oben, Jungs. Okay. Sieht auch gemütlich aus. Haben wir hier nichts? Keine Zettel? Tür zu? Boah, quietsch. Da, was steht da? Butterfly bei James Rednell. Ach, da ist doch was. I saw the footprints today after the present. Erst einen Tag nach der Abfahrt der Prostituierten fand ich blutige Spuren auf dem Fußboden in dem Zimmer, wo ich normalerweise schreibe. Und zusätzlich 50 Seiten, die in der tiefsten Schreibtischschublade versteckt wurden.
Okay, er hatte anscheinend eine Prostituierte da. Und einen Tag später der blutige Spuren auf dem Fußboden gefunden. Dem Zimmer, wo er immer schreibt. Okay. Ist sie dann wirklich weggefahren auch, diese Prostituierte, oder? Oder ist das hier das Rätsel des vernagelten Kellers? 50 Seiten über die Schinderei und über die Folter von irgendeinem Isaac Brooks, einem Schwarzen aus New York, dem Mann von Peggy Fenario. Ich will nicht wissen, was ich mit dieser Prostituierten gemacht habe. Ich hoffe nur, dass ich sie nicht umgebracht habe. Okay, er vermutet schon selber, dass er da irgendwas wieder unter seinen Stoff irgendwie was angerichtet hat. Warum schreibt er jetzt was über einen Schwarzen? Hat er dann zu viel in diesen Sklavenbüchern gelesen? Blutspuren, okay. Könnte es sein. Okay. Ah, wir brauchen einen Schlüssel. Könnte es sein, dass, wenn wir da hochgehen, etwa eine tote Prostituierte liegt? Oh Mann, ey. Die Blutspuren waren doch gerade noch gar nicht da, ey. Ich will's ja nicht. Oh, ich dachte, hier rollt irgendwas. Das ist einfach nur der Regen auf dem Dach hier. Cool, ein Plattenspieler und eine Spritze. I found my Sterling. Sterling habe ich erst am Abend wiedergefunden, als ich so ausgenüchtert war, dass ich zu denken anfangen konnte, anstatt sich der Gegend herumzutreiben und ständig die gleichen Plätze zu überprüfen. Na, vielleicht nicht ganz ziellos. Ich habe einen perfekten Platz für die Lagerung des Generatoröls gefunden. Auf der anderen Seite der Ruine, die ich für einen Weinkeller gehalten habe und die wahrscheinlich einmal die Hütte eines Trappers war, war noch genug Abdachung für ein paar Ölfässchen vorhanden. Perfekt. Ich muss nur noch diese Notiz im Schuppen ändern, oder nicht? Eigentlich zum Teufel mit ihr. Sowieso sind die Chemikalien fast alle. Okay, eine Hütte? Okay, was er... Hier. Also, was er für einen Weinkeller gehalten hat, ist eine Ruine. Das ist anscheinend das links da, wo der Weg da lang geht, so. Okay, da hat er halt Wein gefunden und hat dann halt seine Ölfässer da deponiert, warum auch immer. Okay, hier hat er auch wo geschlafen. Heute Abend war das Stöhnen und Kratzen aus dem zugemauerten Zimmer heftiger als sonst. Zugemauerte Zimmer. Ist das das, wo wir da unten durch das andere Zimmer reingegangen sind? Ich habe die Bretter im Fußboden gelockert, weil ich keine Kraft hatte. Eingehüllt in die Umarmung der Perserin. Hä? Das Zimmer ist leer. Keine Ausrüstung, es ist ganz schwarz. Als ob ich die großen, offenen Pupillen eines einer ruhelosen Seele schauen würde. Wenn ich das lese, wird mir bewusst, dass die zufälligen Worte, mit denen ich einfach denke, so unheilvoll sind. Also er hat aus diesem Zimmer ein Kratzen gehört und ein Stöhnen. Ich habe die Bretter im Fußboden gelockert, weil ich keine Kraft hatte. Eingehüllt in das Zimmer. Okay, das Zimmer ist leer. Wir haben ja auch nichts da gefunden, großartig. Okay, irgendwie schreibt er immer mehr in Rätseln. Also. Eine Axt. Boah, wie geil ist das hier? Ah, das noch. Pillendose und ein Zettel. Na komm. I made myself a cozy... Auf dem Dachboden habe ich mir ein gemütliches Nest eingerichtet. Haben wir gerade gesehen. Hier fühle ich gute Schwingungen. Hier kann ich etwas schaffen. Wenn ich nur nicht täglich die Schreibmaschine hätte schleppen müssen. Ich finde sie nämlich jeden Tag unten in dem Bücherschrank. So war es zumindest, bis ich ein verstecktes Zimmer gefunden habe. Das ganze Haus ist von irgendeiner Dunkelheit durchtränkt, die ich nicht begreife. Heute kann ich meine Schreibmaschine gar nicht finden.
Eine wertvolle Smith Corey Sterling. Ah, okay. Sterling ist halt die Schreibmaschine. Ich habe ein verstecktes Zimmer gefunden. Okay, dann ist das das, was das, das Zimmer unten, wo wir waren, wo ich diesen komischen Code im Bilderrahmen gefunden habe und wo die Schreibmaschine stand, ist anscheinend das versteckte Zimmer. Oder das Zimmer, wo wir den Schlüssel für brauchen. Stand da unten eine Schreibmaschine? Ich weiß es gar nicht. Ja, gehen wir da runter. So, da wir jetzt alle... Hallo, gib Gambo. Boah, alles voll gut. So, da wir jetzt alle Zimmer durchsucht haben, würde ich sagen, und eine Axt haben, ja, wie gesagt, entweder soll hier jemand nicht rein. Nette Animation. Oder, was schlimmer ist, irgendwas soll hier nicht raus. Mich springt doch jetzt gleich hier nichts an, oder? Hallo? Oh, diese Ruhe. Kann ich? Krass, ich kann nicht machen. Egal. Okay, aber auch ein Schlüssel. Wir brauchen also noch zwei Schlüssel. Einer ist hier. Nice. Ist das der Schlüssel hierfür vielleicht? Natürlich nicht. Today I woke up in the room. So, heute bin ich im Zimmer aufgewacht, obwohl ich auf den Dachboden schlafen gegangen war. Die Hände haben mir wehgetan, als ob ich die ganze Zeit auf die Schreibmaschine getippt hätte. Als ich auf den Stapel der geschriebenen Zettel schaute, nüchtern, bewusst hätte ich es niemals geschrieben. Das Schlimmste sollte aber erst noch kommen. Als ich flüchtig und mit Verachtung mein Werk durchblätterte, las ich meinen Traum. Okay, hat er seinen Albtraum, den er hatte. Entweder den, wo er... Er hat ja, glaube ich, zwei Albträume gehabt. Hat er das aufgeschrieben. Kommt das dann in seinem Buch vor? Den Perser, der Perserin. Oh, noch zwei Zettel. Oh, noch eine Lampe. Kann ich die hier ausmachen? Danke. Nein. Kann ich hier irgendwas noch... Leere Pullen? Nix. Nix. Dann lesen wir mal weiter. I've been thinking about escape. Oftmals habe ich an Flucht gedacht. Ich habe meine Klamotten gesammelt, in den Koffer gesteckt und zum Van gebracht. Doch dann hat mir immer eine Stimme auf einwandfreien Englisch gesagt, Stan, mein Lieber, du bist doch nicht fertig, oder? In dem Bücherschrank gibt es noch einen Platz für deinen Roman. Ich kehrte zurück. Jedes Mal. Okay, er hört Stimmen. Das ist sehr beunruhigend. I don't know if it's... Ich weiß nicht, ob es wegen der Drohung ist, die ich Nacht für Nacht in Massen nehme, nur um mich umzuhauen und um nicht zu fühlen, keinen weiteren Albtraum zu erleben, oder ob ich verrückt bin. Aber ich höre jeden Tag, unmittelbar vor dem Schlafen, das Weinen und das Kratzen an den Wänden. Ich morgens aufwache, höre ich einen Hufschlag der Pferde und einen sehr gedämpften und deutlichen, den von gedämpften Schreien eines Mannes. Wenn ich aber aus dem Haus laufe, ist niemand da. Vielleicht bin ich besessen. Okay, das, er hat ja schon gesagt, dass er irgendwie so Pferdespuren und Stiefelabdrücke gefunden hat. Jedes Mal hört er irgendwas. Ja, aber wenn man sich jeden Abend so mit Drogen zuhaut. Vor allem diese Mischung, ne, diese Mischung. Was haben wir gefunden? Heroin, da hat er von LSD erzählt, Gras, Alkohol. Und ich denke auch, dass die Mischung nicht so gesund ist. Und ich suche immer noch die tote Nutte, Prostituierte hier. Geben wir jetzt einen Schlüssel. Oh Mann, ey, das sieht doch schon aus, als würde irgendwas hinterlauern. Okay, der Schlüssel ist es nicht. Wir haben ja oben noch einen Raum, der verschlossen ist. Das könnte doch der versteckte Raum sein. Seiner Schreibmaschine, ne? Ah. Oh, wir haben etwas Licht hier. Dankeschön.
Also, diese Baracke, die ich gerade schon gesagt hatte, ist eingekreist. Denke ich, müssen wir dahin. Da unten ist ein Fragezeichen, das ist neu. Okay. Schauen wir mal. Oh, vier. Oh, noch ein Zettel. Today I discovered something that can. Heute machte ich eine Entdeckung, die mich überzeugte, dass ich von hier so schnell wie möglich abhauen soll. Stan, wenn du das liest, verstecke die Zettel nicht, die du selbst an der Schreibmaschine angeklebt hast. Wenn du mit Begeisterung für die Kraft und die Wucht der Rache nach den Ekstasen der Nacht aufwachen wirst, wirf einen Blick auf diesen einen einzigen Satz. Hä? Haben wir einen Zettel an der Schreibmaschine geklebt? Hä? Da ist was. Nach vielen schrecklichen Nächten, die ich mit dem ständigen, unbewussten Getrommel meiner Finger auf den Tasten verbracht habe, die ich mit einem blinden Auge nicht sehe, habe ich nachgegeben. Ich habe aufgehört, mich ihm zu widersetzen. Ich bin mir fast sicher, dass das Häuschen besessen ist. Abends gehe ich aus dem Dachboden ins Zimmer hinunter, warte gehorsam. Okay, hat er irgendwie. Also er ist der Meinung, dass wenn er sich abends unten ins Zimmer setzt, ihn irgendwas holt oder irgendwas von ihm Besitz nimmt oder so. Fehlt da was? Ich weiß es nicht. Okay. Schreibmaschine. Oh, noch ein Zettel. Was war das denn jetzt? Ich habe nur hier. Ach, ich habe das. Ach, ich konnte hier durch die Tür die Tür. Durch die Wand die Tür aufmachen. So, ich muss von hier fliehen, weil ich anfange, mich vor mir selbst zu fürchten. Heute Morgen bin ich auf der Smith Corona in voller grauer Uniform aufgewacht. Ist das eine Schreibmaschine, Smith Corona Sterling? Auf der Erde lag ein mit Blut gefleckter Säbel. Ich fühle eine wilde, unterbewusste Befriedigung wegen des Kontaktes mit der Gewalt. Beherrsche es noch. Aber wenn es keine Drohung gegeben hätte, wäre ich sicher der nächste Joaquin Garcia geworden. Ja, anscheinend ist das, ja, das ist ja der aus seinem Roman, Joaquin Garcia. Okay, er hat also die Uniform angehabt und Blut am Säbel. Huch, ein Tresor. Her name was Candy. Oh, sie hieß Candy oder Candy. Sie war ein kleiner Rotschopf mit kleinen Brüsten, mit Beinen bis zum Himmel. Ich weiß nicht, warum ich angehalten habe, gerade auf dieser Kreuzung. Eine romantische Nacht kann den Verstand klären und die Fantasie anregen. Naja, gut ausgegebenes Geld. Ich musste sie nicht einmal zurückfahren. Am nächsten Morgen war sie schon weg. Ja, war sie weg? Ist sie gegangen oder liegt die unten im Keller? Weil gut ausgegebenes Geld lässt ja auch auf noch eine Prostituierte schließen. Behaupte ich jetzt mal. Ich weiß, ich habe mir einen Code aufgeschrieben am Anfang, aber ich möchte mich doch jetzt erst einmal nochmal draußen umschauen. Ja, hier ging's raus. Gehen wir jetzt einmal kurz raus. Und ich mache eine kurze Pause und sehen wir uns gleich draußen vorm Haus wieder. Bis gleich. Ciao.